Steig einfach raus, ja? Schieß. Jetzt steig dein, steig dein. Steig dein. Warte, warte. Ey, fahr ich los! Bitte alle Einheiten sofort ins PD. Scheiße. Alter Schwede. Trunk Medica. Haben die für die willkommen? Digga, das war ja mal komplett. Digga, das war ja mal komplett nochmal ein Reinfall. Wir bräuchten einmal ein Medic am. Hätte das jetzt sein müssen? Ich weiß ja nicht. Nein, nee. Stabilisiert. Stabilisiert. Soll ich die alle auf Flasche sitzen lassen? Wir ziehen durch. Alles so schnell. Ist das nicht erst, was du gesagt hast, wa? Sorry. Es tut mir Jungs! Leid. Es tut mir leid. Du bist gegen mein Auto. Bei mir kommt gleich Essen, damit ihr Bescheid wisst. Geht's euch gut soweit? Ist jeder stabilisiert? 1, 2, 3, 4. Waren es 4 oder 5? Wo? 4 oder 5? 4. Ich glaube 4 Entzug. Ja, dann Tür zu, fertig ist. Reinkommen. Nicht mit Rost rumrennen, fertig ist. Wir haben 4 Stück hier, das passt. Lag da nicht noch einer? Ja, gegenüber könnte runterkommen. Wo lag noch jemand? Nein. Wo ist Mufti hin? Das war so bodenlos, Chat. Das war so bodenlos heute. Seid alle stabilisiert? Alle? Ja, wie bist du denn wie gefahren? Wie scheiße wir das gemacht haben. Holy shit. Och. Alle stabilisiert, auch die Kalis? Die anderen auch stabilisiert? Stabilisiert alle Jungs? Bisher ist jeder stabilisiert, außer der hier. Ich geh mal, ich hol mal einen Medic. Geh mal durch. Ist doch schon da, er ist schon da. Achso, ehrlich? Ach da. Mit einer Waffe in der Hand ist natürlich nicht so gut. Ja, hören Sie doch auf zu jammern, Mensch. Alles stabilisiert? Ich glaub schon. Sind Sie im Boden oder in der Maus? Was soll das denn hier? Warte. Eieiei. Komm rein, komm rein. Jetzt weiß ich, was ich kenne. Schauen Sie, da stehen Sie doch schon wieder. Ja, ich glaube auch, das wird auch lustig. Es wird auch lustig, RP hier zu machen. Mit Knast und so. Ach, die haben. Abbefördert. Ich hab voll Hunger, Digga. Warte mal, wie lange ist das Essen noch? 15 Minuten. Gut, aber sind vielleicht fake, deswegen. Eieiei. Wieso, was ist das denn hier eigentlich? Ja, 4 Schüsse gibt's ab jetzt nicht mehr, Jungs, hört auf. Weil da sind die Knarre weg. Ich bin hier in Rollstuhl. Alter Schwede. Vielen Dank, der Mediziner. Ja. Oh, stell dich vor, den Laden hat geschlossen. Versehen. Natürlich. Wir wollten eigentlich Vögel jagen. Ja, die Kugel kam auch aus Versehen. Fest, wahrscheinlich. Direkt vorne fest. Umdrehen. Umdrehen. Nein, fest ist sie vorne. Warte, alles gut. Ich mach oh, gut, dann. Doch. Okay, alles klar. Ich will sie mal festnehmen. Nee. Nein. So. Auf vorne fesseln. Nein, 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 nein. Nein, 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 das machen wir gleich zusammen. Ich würde sie kurz an die Wand stellen. Für ihn. Der Laden hat bis um 0 Uhr geöffnet. Dann beim nächsten Tag wird geführt. Aber hier steht, dass mein... Also ich habe schon vor 0 Uhr auf jeden Fall bestellt. Hier steht, dass mein Essen in 10 Minuten da ist.
Ist dann mein Essen in 10 Minuten da? Was? Was fangen wir jetzt? Oh, Hermano. Okay. Hörst du mich? Nein, nein, Chat, keine Flasche. Wir müssen schon ausspielen lassen. Man kann nicht immer die Flasche nehmen. Einmal war die Flasche lustig, aber wenn man das öfter macht, ist es abusing. Ja. Und rennen wir weg. Oh. Ja. Danke für eure Kooperation, dass sie sich so fesseln lassen, der Herr. Oh. Wie Hermano. Nein, nein, noch nicht. Wir nehmen sie jetzt alle mit. Ihr kleinen Chuchas, Alter. Na, hör mal. Wenn ihr wüsstet, wie viele noch kommen. Hast du durchgekommen vorher? Ja. Wir würden euch vernichten, Herr Mano. Kalibor wieder. Oh, was passiert? Ah, bin ich mal raus, ihr Wichser. Der Herr, Sie haben eine sehr schöne Frisur. So, nehmt euch jetzt jeden jemanden. Alter. Danke, Herr Mediziner. Achso, die dürfen meine Stimme eh nicht erkennen. Denkt an die Rechte vorlesen. Danke, Mediziner. Bleibt ihr zusammen. Kalibor wieder. Kalibor wieder. Ja, rösch jetzt. Nimm mal bitte jedem die Maske ab. Ja, warte mal, gleich. Einer muss wieder reinscheißen und muss wieder Bescheid wissen. Nimm die Maske ab! Hallo. Läuft hier? Also sowieso. Aber das sind wahrscheinlich, Wir hätten auch die Fahrstuhl nehmen. Oder... Ich will euch ja keinen Tipp geben, aber Breitenberg unterwegs. Soll er kommen, soll er kommen. Er hat schon eine Kolonne aufgestellt. Er ist nicht schlimm. Er hasst die Polizei. Okay. Ja, und wir lieben ihn. Bis mein Padre kommt, ist der Bitcoin. Warte nur ab. Der wollte den Kopf dieser Familie. Dieser Polizei. Alles gut, weiß ich Bescheid. So, schätze hier vorne ans Gehege. Dann macht er die, oder an diesen Zaun, was auch immer. Macht ihr den Nummern fest und bitte hinten dran, damit ihr... Hermano, was soll das? Hermano, was soll das? Ich danke dir. Das sieht hier nicht aus wie ein SG, Hermano. Einmal umdrehen, mit dem Rücken. Aber die Fesseln von hinten dran machen, genau. Rücken zu mir, dankeschön. Ich kann mich nicht bewegen. So, einmal mit dem Rücken zu mir. Ich helfe Ihnen einmal mit der Maske, ja, Kollege, hier hinten. Ich mach mal den Knoten auf. Sie einmal hier vorne entfesseln. Vielen Dank. So, Ihnen helfe ich auch einmal kurz mit der Maske. So, bei Ihnen. Ja. Ich doch mal einmal die Maske ab. Oh, danke. Ja, da ist ja noch einer. Den nehmen wir bitte. Käppi auch. Käppi auch, bitte. Die Mütze am besten. Da helfe ich Ihnen natürlich auch. So. Welche Mütze? Also, einmal bitte die Maske hier. So. Ja. Sehr schön. Jetzt sehe ich auch Ihr schönes Gesicht. Den auch einmal bitte, der Herr. Bei dem Hut helfe ich Ihnen auch nochmal. Ja, natürlich, der helfe ich Ihnen auch. Ja. Bitte, den nehmen Sie das bitte nicht ab. Kevin aus Kreuzberg ist, ja? Kali-Mitglied. Ich bin Anwärter bei Kali, Omis. Anwärter bei Kali, Omis. Kleines Pendejos, ihr werdet alle vernichtet. Ich bin die Tochter von Senior Bitcoin. Fittima und stellt dich bitte hier vor mich hin. Kommt eine Razzia, reitet ihr alle auf mich. Jemand da bitte weg, die sollen da hingestellt werden. Nein, nein, nein. Wir sind alles die da. Kinder von Senior Bitcoin. Hier vor mir an den Zorn. Jungs, hallo. Für die ganze Stadt, das ist das so. Kind von Bitcoin. Da rechts. Genau da. Ja, Herr Fuchs ist ein Kind von Bitcoin. Was hat das gebracht? Das ist das Problem. Die Dame, Kevin, komm rüber hier. Die Dame mit den grünen Haaren. Wie bitte? Ja, komm, erzähl. Ach, ja, Scheiße, grün. Entschuldigen Sie. Keiner möchte. Nix gegen meine Haare. Wir haben nebenbei noch was geschrieben, Chat. Hier was hin, oder? Ich kann auch nicht mal freilassen. Einmal. Ja, wunderbar. Einer bitte Rechte verlesen. Ja, ist okay. Einmal Rechte verlesen jetzt bitte. Was wollt ihr denn? Mir bitte ganz genau. Ja.
Ich glaube, jemand hat mich am Hals gebissen. Also, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf rechtlichen Beistand. Sollten Sie sich keinen leisten können, so wird Ihnen noch keiner vom Staat gestellt. Sollte sich kein Richter im Staat befinden, so übernimmt das LSPD die Judikative. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich nicht. Note, Amano. Ja, alles gut, kein Thema. Also, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf rechtlichen Beistand. Sollten Sie sich keinen leisten können, so wird Ihnen noch keiner vom Staat gestellt. Sollte sich kein Richter im Staat befinden, so übernimmt das LSPD die Judikative. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Also ich nicht. Alles gut, ich muss gerne noch ein drittes Mal und das ist dann auch das letzte Mal. Nein, nein, brauchst du, also, brauchst du nicht mit Zeugen, brauchst du nur ein einziges, gut. Passt. Okay, ich hätte es gerne noch. Hast du laut und deutlich vorgelesen, alles gut. Ich habe gar nichts verstanden. So, was fällt durch kleine Kopien jetzt hier eigentlich ein, jetzt irgendwie das PD zu best reden zu müssen? Warte, mal kurz. Ich würde gerne nochmal meine Rechte hören. Ich habe das Recht, meine Rechte zu hören. Ja, haben sie schon. So, weiter, Kevin. Ja, Homie. Was soll die Scheiße hier? Was war was? Ja. Wir wurden beauftragt von Bitcoin. Auftrag von Bitcoin? Mhm. Soll ich die glauben, ja? Wie soll ich die glauben? Ich glaube halt nicht, was soll ich die sagen? Aha. Hm? Warum soll er solche Leute wie euch aussehen? Ja, weil er seine eigenen Leute nicht, dass nicht sowas passiert mit seinen eigenen Leuten. Hast du recht. Logischerweise. Wir lassen uns nicht in die Länge ziehen, ihr Nacht, die alle. Ah. Er ist gerade aufgestanden, oder wie? Nein. Man hat bis, von jetzt erstmal die normalen Officer bitte jeweils ein TV nehmen, verteilt euch hier in diesem großen Raum. Wie wäre es mit einer Kollektivstrafe? Ich glaube, er ist gerade aufgestanden, er hat noch seinen Bademantel an. Nein, warte, stopp. Sortler, bring ihn zurück. Er hat noch seinen Saturn-Oberteil an. Dann, die bleiben so. Oh, Mann, die bleiben so hier stehen, wie sie da stehen. Ja, Monaco. Er hat mich beleidigt. Alle raus, außer die Ausbildungsabteilung. Du, hast du damals bei Raphael das? Du bleibst auch hier. Alle. Und du mit dem Weißen an. Ja. Ihr bleibt alle hier, Ausbildungsabteilung, ich glaub, bleibt hier alle raus. Ich glaube auch. Alle raus, jetzt habe ich gesagt. Ich will wissen, wer mir in den Hals gebissen hat. Dein bisschen leck. So, 30 Euro, komm mit. So, ihr macht das. Ich hole euch einen Richter oder sowas hierher und dann passt das, ja? Sehr gut. Ihr könnt den schon mal fertig machen. Richter wird verlesen, 30, komm mit raus. Da brichst du auf einen Anwalt. Haben Sie? Ich habe einen Anwalt. Was können Sie dem Richter dann erzählen? Wie dem Richter? Wer hat diesen ausgefickt? Ja, ich soll mal einen Anwalt anrufen, was für Richter erzählen. Ja, den kann wer ist denn die Anwalt? Genau. Wer ist denn die Anwalt? Das ist eine Frau. Eine Frau, Name bitte. Frau Kira. Frau Kira? Kira? Mhm. Oh. Weiter. Das ist auch eine Frau bei mir. Fängt mit der an und nenne mit Mutter. Die Herren, Sie also wissen, das ist eine Kollektivstrafe, ne? Das ist eine Kollektivstrafe. Ja, meine Mutter fängt doch mit der. Wenn einer beleidigt, kriegen alle die Beleidigung drauf. Echt, Mutter? Herr Walker, erklären Sie doch mal den Kollegen, wie eine Kollektivstrafe funktioniert. Erklär mal, Lami, was hast du denn da ausgelernt? Ja, erklär mal. Dass sie alle fast gleich aussehen und mindestens zwei Bastard haben, die sie identifiziert. Bastard! Und sie alle... Bastard! Versucht haben, das PD zu melden, bekommen sie eine Kollektivstrafe. Bastard! Mehr als 5 Mal. Bastard! Sie können mich so viel beleidigen, Bastard, wie Sie wollen. Am Ende müssen Sie sich vor Gott verantworten und nicht ich. Männer sind die Leute, die einfach Jesus werden dann die illegalen Gegenstände abgenommen, natürlich. Ja, ich warte bis der mit der. Nein, wir sollen das jetzt schon machen, hat Faust gesagt. Sehr schön, ich fange hier am besten mit Kevin gleich an. Bitte. So, kommen Sie her. Ich würde immer noch meine Anwälte anrufen. Ja, komm mit dir mit. Danke. Ich kann ruhig hier bleiben, alles gut. Der Herr mit den roten Haaren? Kevin. Ja. Gut, so. Ich warte dann draußen, okay? Nein, bitte nicht, Sie bleiben hier. Ja, gut, ja, ich durchsuche sie einmal, ja? Oh. Ich nehme Ihnen die Pistole ab. Warum? Ich stehe nicht drauf. Außer du willst es. Und die nehme ich Ihnen natürlich auch ab. Pass auf, Bro. Was? Wo will er dich berühren? Ich habe einen Schleim. Ist das eine da, dieses, was da oben ist? Yeah. Sieben oben. Das Ding. Hä? Du willst die Hände eingang? Ja. Okay. Kann ich da nochmal anrufen? Nicht so tief. So, ich nehme dann nochmal die Pistole ab. Also ich möchte nicht so durchsuchen. Und das Handy. Bitte da hinstellen, bitte. Am besten ja, ich weiß, Bro. Pass auf, es ist kalt ein bisschen. Wurden Sie schon durchsucht? Nein.
Dann haben sie ja nichts dagegen, wenn ich sie nochmal durchsuche. Einmal umdrehen, bitte. So, also, okay, dann bin ich fertig. Ich kann auch zu dem Herrn da vorne gehen, zu dem Blonden. Wer ist denn blond hier? Nein, die gehört mir. Ja, so, dann könnt ihr auch darüber gehen. Perfekt. Auch noch ein Billard. Sie können sich natürlich umdrehen, sie müssen nicht das Gitter anschauen. Das ist ich weiß nicht, ihr Kollege guckt mich so ekelhaft an. Dankeschön, Mann. So, ja, sie können auch natürlich das Gitter anschauen. Er hat mich ausgezogen mit seinen Blicken. Dann ja gut, hier das ist alles. Ihr wohl bitte. Okay. Wurde der schon durchsucht? Ja, ja, ich habe alles. Perfekt. Der Herr mit den roten Haaen wurde auch durchsucht. Haben Perfekt. Wir bisher jeden? Hat ja. Die Dame durchsucht? Ja, die habe ich nochmal durchsucht. Ja, das willst du gerne wissen, sie. Der hat leider nichts ja, dabei. Damit Warum hat der muss. Da hinten ein Handy? Für dich? Ja. Ja, nimm das. Nun gut, dann würde ich die Herren bitten, auch wieder an die sich an den Zaun zu stellen, zu den Kollegen. Achso, ich dachte, ich darf hier stehen, Mann. Die Einsamkeit mit dir, weißt du? So, meine lieben ey. Freunde, was ist los? Hat dir das gefallen, hm? Ja, das hat dir gefallen, Bro. Du hast richtig tief reingefasst, Mann. So, Freunde, was ist los? Kommen wir jetzt ab oder nicht? So, da hinten ist der Kollege noch bei dem anderen. Soweit gut. Meine Bestellung ist durchgegangen, Chat. W's. So, Leute, kommen wir jetzt durch oder nicht? Ich hab ne gute Idee, Mann. Für jeden, Mann. Es sind alle happy, Mann. Was? Weißt also, du? Wir sind jetzt sauber, jetzt können wir eigentlich gehen. Wir sind sauber und ihr seid jetzt auch sauber und ihr habt doch bestimmt was Wichtiges zu tun. Streifigen und irgendwelche verfickten Donuts oder so zu essen, Mann. Und irgendwelche Schwerverbrecher genauso ausfindig zu machen, Mann. Und ich gehe nach Hause, Mann. Mit den anderen Jungs, Mann. Wissen Sie, was das Problem ist? Ich brauche jetzt schon einen was Donut essen. Ja, siehst du, aber ich nicht. Ja. Wo ist die Gleichberechtigung, Mann? Was wird denn den Herrschaften oder der Dame vorgeworfen? Mir fällt gerade ein, ich hab dich durch. Bitte? Was wird denn den Herrschaften und der Dame vorgeworfen? Komm, sag mal zur Seite. Nein, das soll doch ruhig jeder hören, Bro. Warum? Der Richter wird dann das Urteil entsprechend verlesen, das hören Sie schon noch früh genug. Wer ist denn der Richter? Ja, mein Anwalt dran. Ach so, ich rufe dir jetzt einmal an. Period. Ich hatte eine Affäre mit ihm. Diese Person ist nicht erreichbar. Hey. Holy ich mein, shit. Der lässt sich gerne bezahlen. Ist ein Korrupter. Ist ein Korrupter Anwalt. Hey. Oder Richter, was auch immer er ist. Was ist mir die Fesseln los? Hallo? Kriegen Sie los, wenn Sie in der Zelle sind, höchstwahrscheinlich. Der Zelle? Alle durchsucht. Positiv, alle sind durchsucht. Sehr schön. Ich hoffe, jeder hat die Ausweise gezogen. Weiß ich nicht, wovon du redest. Sehr gut. Narius, kenn dich nicht. Ich hab Durst. Period. Ich hab Lust auf den zweiten Schwanz. Ich hab auch Lust auf den zweiten Schwanz. Lass mal Schwanz sitzen gehen jetzt. Gut, könnt ihr könnt das ja ausdiskutieren, ich werde hier kurz auf Seite gehen. Ich dachte, ich wollte kurz Tanz nutzen, dann lass mal Tanz nutzen. Ich hab dir seine Zunge abgeschnitten. Und dann weißt du was, ich setz euch alle einfach auf ein Pflaster, Alter. Hier jetzt. Ach, Junge. Seid ihr beide Single? Ja, du bist so Single? Ich? Ja, hübsche Haare, ne, Kevin? Ja, das Nuggets ja. Auf damit, das ist voll cringe. Verheiratet. Verheiratet mit wem? Lass dich einfach mal so stehen. Nicht, dass meine Familie... Ich weiß ja nicht, aber... Schämst du dich für deine Frau? Ich hab safe einen heftigen Bubble Bath, Bro. Look at that shit. Vielleicht wenn du wüsstest, was deine Frau schon alles gemacht hat, mein alter Vater. Kacke, Mann, ich hab Geschichten gehört, dass sie... So, verdammte Scheiße, mein Nachbar ist Marienkäfer, sein Bruder, verdammte Scheiße, von seinem Onkel, sein Nachbar hat deine Freundin gefickt, Mann. Wenn jetzt bitte wieder Ruhe einkehren würde, umso... Ja, okay, es kann What? Ruhe einkehren. Lass uns mal Ruhe einkehren hier. Das ist kein Problem. Also, was hat der Richter... Wieso bist du kein Lehrer geworden? Also, der Richter sagt, direkt wir machen jetzt eine Kollektivstrafe, die können wir denen aushändigen. Das haben wir nicht gehört, Mann. Wir sollen von jedem Einzelnen ein Bild machen.
Ein Bild? Oh, ich schicke Ihnen die Bilder zu. Ich bin absolut unfotogen. Geschminkt für ein Bild. Datenschutz, ich möchte kein Bild. Ich auch nicht. Also auch nicht. Ich brauche keine Schminke. Ich bin Black Lives Matter, Mann. Wenigstens haben wir noch ein, zwei Rechte hier, Mann. Edward, komm mal. Was willst du damit sagen? Beleidigst du mich? Handgreiflich, ja? Black Lives Matter, Bro. Okay, dann stellt also, ihr am besten mal jeden gerne einzelnen Schadensersatz. Davor, ist egal, das glaube ich am einfachsten. Okay. Ich möchte kein Bild, Datenschutz, ja, Homie, das ist mein Recht. Also zur Information, ich hatte gar keine Waffe dabei, für was sie werde kam, ich denn festgehalten? Sie kam eh ins Gefängnis. Also ist mir scheißegal, heißt das, ich habe keine Rechte mehr im Gefängnis, oder was? Stimmt, apropos Rechte, wurden uns die Rechte schon vorgelesen? Das Bild siehst aber nicht du, ja? Ich glaube nicht, Mann. Bist du sicher? Ja, das sieht nur das SG. Oh. So, mir. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir im Lager stehen. Ja, yeah, was ist das? Also, das ist was Korruptes hier. Ich mach mal wieder Dings. Gibt's hier eigentlich alles? Werden umgemacht, Mann. Gibt's hier LSD und alles? Denk, die stecken alles selber ein. Cartier. Montclair. Guck mal, da hinten sind Drogen. Bianca. Bitte nacheinander Fotos machen. Alles klar, wir können nur sehen. Wir vorgehen als nächstes. Genau, der nächste. Hallo. Ich hoffe, ihr habt euch die Namen notiert. Hören Sie mich. So, dann führe ich Sie dahin. Oh, warte mal. Ich mag Schmuck. Und was abgenommen wurde, selbstverständlich. Ja, habe ich was. Wie bitte? Oh. Oh. Sie, wir machen zusammen ein Foto. Logs, bleiben Sie stehen. Von vorne? Ja, ich komm. So, danke schön, mitkommen. Schaut's aus. Okay. Ist gut. Okay, ich halte dich fest, mach einfach runter, das Foto. Was hier ich bin doch erwachsen. Noch eine Runde, warte. Okay. Los, lächeln Sie. Damals in dem Bundesjugendspiel, das war immer erster, Homie. Oh, hab ich auch. Warum mit Fesseln? Nicht, ne? Guck, wie schnell, ne? Guck. Guck, wie schnell. So, das, Und so schnell kann man auch fremdgehen, Homie. So schnell kann man auch fremdgehen. Hier. Das weißt du gar nicht, Homie. Ne, ich hab bisher nur zwei Stück, hab ich. Okay, kommen Sie mal her, junge Dame. Der mit dem weißen Haar. Natürlich, ich komme. Erscheinen reicht übrigens auch. So reicht jetzt Bock. Haltet die am besten einfach fest. Ich hab da keinen Bock auf diese Szene. Ja, geht mal bitte einmal zur Seite, alle beide. Komm, reicht. Senor. Du bist genug gelaufen. Ein bisschen am Hals. Komm, reicht jetzt. Ja, reicht. Naja. Reicht jetzt. Gucken Sie selber. Das kann nicht stimmen. Boah, hab ich. Jemand von Ihren Kollegen hat mich gebissen. Oder ich geh kurz. Kurz Frage an meine Kollegen, hatte einer von den TVs Drogen dabei? So, hab ich nicht. Bei mir nicht, nein. Fuck, da hast du mich gefahren. Hast du mich einmal mein Schwanz gepackt, Alter. Ich werd jetzt hier rein. Herr behalte mal so bitte kurz. Ja, behalte ich den so. Am besten mit mir Foto drauf zusammen. Ja, du kriegst dein Porträt. Herr Mendes? Ja, bitte. Und tragen Sie den auch mal bitte darüber, ich brauche ein Foto von ihm. Ja, gut, dann habe ich schon mal ein Foto von Ihnen, perfekt. Ne, den hab ich schon. Mach das bitte nicht alle durcheinander. Bild hübsch. Edward, einmal zur Seite. Bild hübsch. Sorry. Gar nicht so schlimm. Genau. Mach du das? Versuchen Sie es doch erst gar nicht. Mein Gott. Bitte Sie. Achso, ich dachte, sie sind aus. Nein. Ich glaube, es hackt. Sie gehen dahin, wo ich hingehe. Hier, laufen weg. Was macht ihr? Die rennen hier raus, weg. Mann. Ey, das geht alles von den Haftanheiten weg, oder? Nein, auf keinen Fall. Wie, auf keinen Fall? Nein. Da ihre Kollegen versuchen zu flüchten, sind sie mit im Boot. Wir sind hier gefangen, Homie. Wir will mal ins Kooperativ sein. Jo. Du schreibst gleich eine 4, Homie. Ich sehe meinen Ausweis aus meinem Arsch aus. Sie bleiben auch wenn jetzt du weiterredest, kriegst du gleich einen Streifen haben. Oh, wir sind... Lass doch einfach vorne fesseln. Naja, wenn die nicht stehen, dann wird wieder vorne gefesselt. Lass die Leute doch, die fertig sind, schon mal in die Autos setzen, oder? Einer von der Polizei ist korrupt und wie heißt der Herr? Dieser Herr hier? Biggity Big Dick. Einer ist korrupt. Die Raupe, Bro. Die Raupe. Die Raupe. Ich
Ja, bitte, Solana, mein Name, Solana. Einmal Bezug. Ich geh zurück. Big Sosa. Ich geh zurück. Sag Metacoin. 16.11.2002 geboren. So, wen haben wir noch? Wie heißt er? Okay, das ist 2002. Der heißt. Das ist ein Muss sie auch so jetzt? Er möchte mit denen zusammenarbeiten. So, was ist hier? Mir fehlen noch Bilder. Warten Sie die aus in der Tasche. Ihr habt einen Mann. Amano. Amano, warte mal. Amano? Gurken, mein Gurken, Burger, mein Gurken. Wir waren kurz dabei, rauszufinden, wer euer Maulwurf ist dabei. Ihr wart schneller. Amano, will. Why? Alles klar. Reaches. Eins, zwei, okay. Wie Eli helfen? Was wollt ihr von mir? Ich weiß nicht, aber ich denke, ihr habt als erstes geschossen. Ich weiß nicht, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Stell dir mal da vorne vorm Regal. Euer Maulwurf. Okay. Ich brauche ein Foto von dem. Mhm. Könnt ihr einmal bitte kurz zur Seite gehen? Ich muss ein Fotoshooting mit ihm machen. Das ist schwierig, alles so sauber zu halten. Können wir den Rest, der schon hier fertig ist? Warum soll ich noch meine Schultasche tragen? Warum hat er viele Bilder was zu machen? Ganz kurz. Immer bitte, ruhig komm, bleiben. Jetzt reicht mal jetzt. Die Fresse, Wichser. Nee. 5, 6, alles ja, klar. Okay. Ich wollte eigentlich schon immer den Strafe für dich. Ja, jetzt ausgerechnet 7.680 Dollar. Haftstrafe für die Einheiten, aber ich finde, wir sollten da ein bisschen komm reduzieren. Komm ja. Was? Du musst kacken. Geldstrafe also. Bleibt. Haftstrafe habe ich gerade gesagt, ja? Aber jetzt chat erst nicht mal Discord. Zeigen. Ich weiß nicht, wo du bist, ja? Ich suche mal. Ja, aber wieso? Oh nein, ihr verdammten Wichser! Was willst du noch von mir? Schönes Foto gemacht. Also, war ein bisschen aggressiv, ja? Ja, aber. So. Crypto oder sind doch einfach. Geldstrafe ja, machen wir jetzt. Stellen Sie sich einmal kurz da hin. Ja, dann lass mich doch. Was machst du mit? Bin ich ein Kuss jetzt hier, dass du mir so rumläufst? Reicht doch, Junge. Was ist los mit dir? Hast du was? Wie viel Kraft hast du? Nacheinander die Geldstrafe. Stark. Ja, stark, nicht stark genug, komm ich. Denke mal, wenn die bis. So, nochmal, ich verstehe hier nichts, weil die Gewalt, die ganze Zeit rumgeschrieben wird, kommen sie mit. Bruder, wie lange brauchen die? Ja, verfickten Wichser, man. Ach, kommen sie. Digga, wie lange brauchen wir? Geisteskrank. Was ist denn los mit Jello? Es verändert sich ja nicht mal was. Ich drücke hier rum. Millisekunden, Dezibel. Ich habe Dezibel, Millisekunden, das ist nicht mal Unterschied. Basti Call. Kennt er sich aus mit sowas? Und Basti hilft schon. Okay. Ich hab ihn nicht bei Discord, er muss in Willis Discord bitte kommen. Wenn er sich mit sowas auskennt. Kann das sein? Eli Jello, was los? Rohat, hilf mir bitte. Mein Desktop-Audio ist im Arsch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, hast du bei deinem Zahnrad, ist es das richtige Dings eingestellt? Ich zeig's dir. Guck dir mein Stream an. Okay. Zeig. Also der Ton ist verzögert vom Video, aber ohne Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Mhm. Okay, Desktop-Audio. Die Desktop-Audio. Irgendwas ist mit der Desktop-Audio. Steck mal dein Kabel von dem Headset draußen wieder rein. Was? Ja, mach es mal. Bitte, verarsch mich nicht. Ich kann es nicht. Nein, machen. wirklich jetzt. Mach er wirklich ernst. Okay. Und mach das dann, und dann wähl das nochmal neu aus. Was hat es denn mit dem Headset zu tun? Ja, weil dein, vielleicht ist dann Delay oder sonstiges, deswegen mach mal das Ding raus und wieder rein. Ich hatte das früher auch. Mann, Chat, es ist kein Troll, wirklich jetzt. Ich schwör mir grad. Okay, hab. Hast du wieder reingemacht? Ja. Okay, geh mal auf Dings, geh mal auf OBS. Warte, vielleicht geht's ja. Hast du Reis zu Hause? Mann, Digga, ich kann das nicht. Es ist 0.30 Uhr. Mann, bitte, geh mal Dings. Guck doch mal bei OBS, was du da. Geht das jetzt wirklich?
Ich schwöre, ihr seid... Digga, ich kann jetzt hier niemand mehr vertrauen. Es ist so krass. Ich brauche einen vertrauenswürdigen Sub, einen vertrauenswürdigen Mod. Es ist so krass. Nicht Korain, mal, lass nicht mal das Video Kalle, laufen. Nicht Korain, nicht Kalle, nicht Ahmed. Shan, dir vertraue ich. Es geht! Eli, kein Problem, Bro. Bei Technikfragen immer gerne bei mir. Ich bin für dich da, wenn du Technikfragen hast. Immer wieder gerne, ja, hau rein. Das war's jetzt, warte mal jetzt kurz. Ich komme mir das jetzt an. Auf einmal keine Fragezeichen mehr im Chat. Wirklich. Digga, für mich ist halt kein Unterschied. Avant Grande, wenn das jetzt wirklich wegen Sub, kann das wegen Alert sein? Kann das wegen Alert sein, Rohat? Warum? Der Ton war krass verzögert, nachdem Gift-Sub reinkam und dann habe ich einen Alert. Und seitdem war das angeblich ganz schlimm verzögert. Boah, dann hast du dann kracht's richtig in deinem PC, aber. Ich habe aber vor den guten. Ja. Wo ist die Logik? Was für Headset? Ich versteh's auch nicht, hä? Ohne Sinn. Mit einer Verarsche, das Problem. Falls das nochmal vorkommen sollte, wenn du reichst zu Hause hast, weißt du, was zu tun ist, ja? Okay, Kuss, Bro. Kein Ding. Ich komme irgendwann nächste Woche übrigens. Tamam. Tamam, Baby. Ciao. Heide. Digga. Einfach Gabel rein und raus. Ja, Chat, ach, das ist es manchmal bei Technik. Ich finde dich. Abdrohung oder Anwendung von Gewalt. Ja? Ist jetzt bei ihm? Außerdem Widerstand gegen Vollzugsbeamte mit Bewusstlosigkeit, Besitz von illegalen warte mal, wir wurden die Rechte nicht vorgelesen, ihr Arschwichser. Von illegalen Die Rechte wurden dreimal vorgelesen. Teddy wollte den Anwalt kontaktieren, den konnten wir nicht erreichen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Wenn Sie rausgehen, vergessen Sie nicht, unsere Donuts zu probieren. Hier. Verbrechen lohnt sich nicht, meine Herrschaften. Auf Wiedersehen. Peace, Mann, hast du Cash? Warte mal, wie viele Hafteinheiten haben wir? Ich komme eh raus aus dem Zelt. 15 Monate. Und bitte noch an alle, die die TVs gesucht haben, zu mir kommen. Ich brauche noch die. Sie haben 120. Danke. Ich habe 120? Ja. Warum? Naja, nein, Sie haben 15. Von wem? Jeder kommt um 45 hier wieder raus. Okay. Wir machen Ausdrucksverfahren. Okay, Alter. Hat jemand einen Beat, Mann? Hey, yo, Shorty, suck my dick, ja? Kevin Ali Habub, der ist ein Stoßer. Ja, hallo? Ja. Wenn ja, hast du jemanden durchsucht? Ja. Ist euch. Ja, wir machen auch Stefan. Kann da jemand was heute singen? Ja, sing du was vor. Ich soll singen? Natürlich. Okay. Auf welcher Sprache? Ghanesisch, kannst du Ghanesisch? We are the world. We are the children. We are the ones that were known about on a bummer brand. Kannst du uns ein bisschen lauter reden? Okay, ich sing jetzt auch ein Lied. Alle zusammen! Warte, was ist mit Kevin im Arsch, Wichser? Wo ist der Wichser? Weiß nicht, der ist am Kacken, glaube ich. Der ist draußen. Der Wichser ist draußen. Der hat mit ihm zusammengearbeitet. Deswegen mussten wir da rausgehen. Oh, der beschissene Wichser. Ich weiß nicht, aber dieser andere Polizist hat auch gegangen. Hey! Sollte komm. Komm rein. Susa. Ja. Freedom! Wo bist du, Noah? Ich will we pray for freedom! We pray for freedom, yeah! We pray for freedom! We pray for freedom!
We pray for freedom. We pay for freedom. For freedom. For freedom. For freedom. Ja, was ist los? Es Freedom. Hey. Hey, so, meine Herrschaften, wie ist Ihr Aufenthalt bisher in unserem neuen PD? Ja, gut, Mann. Ich sag dir ehrlich, macht sich gut. Ja, ich hab auch. Welche Baddie ist das denn, Mann? Nein, du, die erinnert mich an dich, deswegen lass ich sie. Deine Zelle ist ja gar nicht abgesperrt. Auf gar keinen Fall, du Wichser. Oh, schade. Schade, Destiny. Oh, wenn, komm rein, dann helf mir dabei. Die waren, alle offen. Echt? Waren die alle offen, um Gottes Willen? Helf mir, Bro. Zeig mir wie und dann machen wir das zusammen. Egal, Bro. Ja. Beruhigen Sie sich, schlagen Sie nicht die Einrichtung, sonst müssen wir noch Vandalismus geben, um Gottes Willen. Vandalismus gebe ich dir, wenn ich mit dir fertig bin, Mann. Destiny, kennst du mich Wichser. Noch? Dein Gesicht ist Vandalismus, du Wichser. Was ist das? Der eine meint hier Scheiße drin, weißt du? Und ich soll die sauber machen. Und ich brauche die Sachen. Kannst du reinkommen und mir helfen? Wo wendet sich das Blatt? Der eine mit den weißen Haaren. Was willst du damit sagen? Ey, du musst hier auf. Ja. Ich wollte dir einen Job geben. Du wolltest mir einen Job geben, richtig. Blowjob? Als ich dich gebraucht habe, warst du nicht da. Ich habe dich heulend angerufen. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Du rufst mich später an. Geht nicht. Die Spielung ist kaputt. Nun ja, die Wahrheit ist, ich bin undercover. Nein, da ist auch so eine. Natürlich. Hahaha, das war so witzig. Ich muss echt krass lachen. Oh, zeig's mir. Danke. Du kannst mich rein. Haben wir schon die Toiletten geschobt? Doch. Lass du. Und dir wollte ich einen Wie Job heißt der Typ geben. Da rechts, Chat? Ja, du Dieser wolltest mir einen Job geben, aber du warst. Wie heißt der Typ da rechts? Frag deinen Kollegen nach einem Job. Nach zeig's einem. Zeig's mir einmal, damit ich fürs nächste Mal weiß. Du wolltest mir nicht mal Mindestlohn bezahlen, Destiny. Nun ja, weil du Dreck bist. Tja, ich bin sauber. Geht's dir gut, deinen? Verpiss dich, du Schwanz. Nee, Bro, hab doch gerade was von dir bekommen. Destiny, hast du eine Strap geputzt? Was willst du damit Strap, sagen, Mann? Dass ich die Toilette putzen soll? Warum? Nein, weil ich eine Frau bin? Negativ. Hä? Willst du das Nehmen damit nicht sagen? Spielzeugwaffe, Bro. Hm. Echt nicht? Du kannst dir selber mal putzen. Okay. Ich werde vorher reinkacken. Verstehe. Oh, was sagt sie da, Alter? Die macht sich zum Mund? Das wird, ist es dann bestimmt verstopft, so wie ich sie kenne. So, oh, ich kann echt, jetzt gerade rein. Viel Glück. Mm-hmm. Wir sind vorbeigefahren, Bro. Wir fallen noch die Hose aus. Einmal Bitcoin hat uns den Auftrag gegeben, Bro. Oh, warte mal, was, Alter? Ja, verdammte Scheiße! Ey, yo, hier macht einer von uns in der Mitte eine Show, Mann. Alle mal klatschen, Alter. Alter Schwede, Mann. Yeah. What's up, huh? Jetzt Da hat sich ein Freiwilliger gestellt, Mann. Ich soll die Scheiße wegmachen, du sitzt auf der Flasche, du Wichser. Fick dich, Mann. Genau du, fick dich, Mann. Hm, das war nur eine Show. Egal, Bro. Die werden sie nie wiedersehen. Hat sie gefallen, aber, ha? Huh? Oh, yeah! verdammte Scheiße, Mann. Bro, ich werd richtig hart, Mann. Ich werd richtig hart, Mann. Alter, ich hab einen Steifen, Alter. Ich mach euch geil, hä? Ihr Perversen. Mensch, heb mal die Seife auf, Bro. Heilige Scheiße, hast du mich horny gemacht. Ach, Mann, ich bin auch geil, Mann. Destiny, wo bist du? Fuck. Ich bin hier. Tja, ich dachte, du kackst. Du Ekelhafter, guckst du mir zu beim Kacken? Natürlich. Dann guck, ich werd wieder kacken. Ich lieb das. Mm. Riecht richtig nach Frau, Mann. Darf ich deine Scheiße essen, bitte? Ich würd auch mal probieren. Ekelhaft. Du willst mal einen Kappen, dann wollte ich immer nachmachen. Ja? Sosa, ich hab gekackt. Warte, ich schmeiß es rüber. Ja, warte. Mein besten Witz. Ich schmeiß rüber. Warte, ich muss auch kacken. Das ist doch kein Witz. Ich hab's gesagt. Oh, shit. Wie unzivilisiert, da ist doch eine Toilette. Edward, mach das bitte weg. Ich? Nur weil ich stellvertretender nein. Das Stellvertreter ist macht das nicht. Nein. Du schmeißt sie mit Scheiße.
mein Magen. Ich pass muss auf, aber Mann, ehrlich sagen, ihr Auswurf sieht nicht gesund aus. Sie sollten was an ihrer Nahrung überdenken. Oh, ich geht wieder los. Oh Gott. Dreck. Dreck. Scheiße, Mann. Fuck, Mann. Scheiße. Die Scheiße ist Gold, Mann. Scheiße, du Gold, oder was? Ich sehe kleine Maisstückchen. Gab's ist das Pferdekacke Salz, oder was ist das? Ich weiß nicht. Boah, das ist meine Scheiße, Mann. Ich krieg wieder ein Foto. Fall nicht gesund ich frag mich, aus. Geben Sie mir ein Handy, ich will ein Foto davon machen. Die Zellen ja, machen die Praktikanten sauber. Alles gut. Das ist eine Rekrutenarbeit. Ich kann es ja sauber machen. Oh. Es steht darauf. Die Ausbildungsabteilung macht's gerne. Oh. Was? Hey. Oh ja, der macht warum? Drecksarbeit. Hey, Edward! Wer weiß meinen Namen? Und du hast ihn vorhin gesagt? Ja, B, das ist dieser Edward von Twilight. Wenn ich will, dann twerkst du wie eine Bitch vor mir, Mann. Mm, das macht er. Wie das eine Bitch, Mann. Edward darf auch so. Alle. Edward darf auch so. Let's go, Edward. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Meine Stimme hat mich verhört. Oh, mein Ohr. Ich krieg einen Harten, Alter. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Ja, Baby. Jetzt sieht nicht jeder in meiner schönen Unterhose. Das ist mir peinlich. Oh Gott. Ja, Sie haben eine betörende Wirkung auf die Menschen. Ich merke schon. Trotzdem ist Ihr Auswurf sehr ungesund. Wie sieht denn deine Scheiße aus, Edward? Mein? Zeig mal. Darüber reden wir nicht. Heißt darüber können uns. Sie reden. Tja. Ey, Kevin! Warte mal, bloß Kevin! Okay, nochmal 10 Hafteinheiten für nein, entschuldigst du dich, dann sehe ich davon ab. Edward hat ein Ding bekommen. Shit, Mann! Ich habe deine Entschuldigung gehört. Auf, komm mal näher? Sag mal, Entschuldigung. Das funktioniert, Bro. Sag Entschuldigung. Okay. Pass doch auf, Bro. Yeah! Okay. Ey! Ich sitze auf einer Flasche! Gefällt's dir, Mann? Jetzt guckst du so dreckig, du Ekelhafter. Yeah. Hast du wohl in die Flasche gekackt? Ich kack gleich in deinen Mund. Wie kommt sie überhaupt eine Flasche? Ich dachte, wir hätten alle gefährlichen Gegenstände abgenommen. Wieso wohl? Vielleicht, weil du das. Privat nutzt? Hey, ich würde dich gerne einen einzelnen blasen. Stimmt. Sie arbeitet ja in der Bar. Really? Nun, die Herrschaften, wenn Sie fertig sind, verteilen wir Feedbackbögen. Wir würden gerne wissen, wie Ihr Aufenthalt in unserem tollen Ressort hier war. Absolut scheiße! So ja, muss es sein, perfekt. Google Maps Bewertung bei Butzbach Hubs oder was? So ungefähr. Was sagen Sie? Was geben Sie uns 1 bis 10? Wenn du in meine Zelle kommst, dann gebe ich dir eine bessere Bewertung. Nee. Wir wollen eine schlechte Bewertung, hallo. Das soll hier keinen Spaß machen. 15 Nachteinheiten sind vorbei, Omi. Hallo. Ich danke euch für das stimmt, Mann. Zwei Minuten. Das weißt stimmt, du, wie du dich anhörst, Omi? Sag's mir. Wie wenn ich mehr Zeit haben wollte für den Test. Ach, und du hast gesagt, du hast 2 Minuten, hast mir den Test weggenommen, du Wichser. Genau so hörst du dich. Weiß ich auch nicht, Bro. Ja, hab ich gerade gesehen. Ich bin der Schularbeiter, Omi. Hey, Kevin! Ja, Omi. Er meinte deine Mutter! Okay. Ja, deine Mutter. Hast du zu mir? Hast mich beleidigt? Doch, das hat er gesagt, ich hab's von hier gehört. Ich hab's auch gehört, Mann. Deine fette Mama. Er sagte deine Mutter. Deine fette Mama. Sie verdient nur das Beste. Er meinte, dein Vater ist Schrimps mit Schale. So tolle Mutter, so ein böses Junge auf die Welt. Ich mach bei dir so rhetorisch an, Homie. Du machst das, du sprichst das irgendwie so geil aus, Homie. Verdammte Scheiße, ich krieg immer einen Steifen, wenn er anfängt zu reden. Habe ich etwas Bildung im Kopf und weiß, dass ich nicht kriminell sein soll. Dann mach mir sofort die Tür auf, ich will mir einen Mutter holen. Gut, die Herrschaften, wir werden jetzt die Zellen aufmachen. Ich bitte darum, ja, geil, dass sie nicht handgreiflich werden. Ja, 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 alle Kantern. Homie, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich wollte dich gerade rauslassen, aber ja, was ja, es gefallen? Gab doch damals bei das Haus an Nubis, gab es ja, dieser Typ, der gesagt hat, ich lasse jetzt eine Stecknadel fallen. Kannst du das mal sagen? Ich lasse eine Stecknadel fallen. Fuck, Alter, du hörst genauso an wie der Klitzkopf, Alter. Aber hier. Ich hätte Angst vor dem, Mann. Nicht bummeln, alle raus. Bummeln Sie nicht, werden Sie nicht handgreifen. Okay. Verdammte Scheiße. Bewerten Sie uns auf Google. Period.
Verbrechen lohnt sich nicht, merken Sie das? Das lohnt sich nicht. Armano, spring, Bruder, du hast Kaugummi. Destiny, ich erwarte immer noch diesen Nebenjob als Barkeeper. Natürlich, ich kann dir einen Job als Stripper geben. Das kommt zu Struggle, kann ich anscheinend gut, wie wir gesehen haben, von daher. Ich bin eine kleine Chucha. Danke. Komm mal her, du mit dem anderen. Folgt ihr alle mir? Ich weiß mal nicht, was ihr rausgeht, Kinder, ne? Komm her, Homie. Komm. Ja, warte, hier hoch, hier hoch. Lass die Stecknadel fallen, Alter. Und ich heb sie auf, Alter. Komm, hat jemand einen Beat? Biggie! Biggie macht den Beat an, Biggie macht den Beat an. Biggie, jetzt und hier macht den Beat an. Mach den Beat an, los. Ich will diesen Beat hören. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, mach den Beat an, Mann. Das ist. Lass mich anfangen. Yeah. Ey, ja. Yeah! Komm, was? Okay, hör mir zu, hör mir zu, mit dem blonden Haaren auf mir. Yo, du lässt die Stecknadeln fallen. Ich werd meine Tante knallen. Hey! Hey, yo, deine Tante knall ich auch die Ho. Ich will einen Schwanz, yo. Alle auf Flasche, fick mich, gib mir ne Klatsche. Verdammt, nimm mich Doggy, das ist mein Hobby. Ich sitz auf ner Flasche. Ich sitz auch auf ne Flasche, Hobby, und ich geb Arsch für ne Louis-Tasche. Yeah, baby, okay, wir switchen rüber, Mann, okay. Pari, Paranetani, Kamani, Kami, Hamami, Bami, Ami. Pom, 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 pom. Okay, yo, bro, Edward, ich werd dir einblasen. Ja! Über mein Hase. Ich bin dick, fett in deinen Mund. Du kommst zu mir in meiner Hund. Mit der Leine, man fängt mich in den Arsch, ich bin geil. Hör mir zu. Yo, ich jag jeden Tag eine Gans. Bitte mach ein Rippenzock auf meinen Schwanz. Kein Problem, wir sehen und hören uns, Mann. Das Aufzug funktioniert nicht mehr, wir sind zu arm dafür. Der Aufzug funktioniert nicht mehr, das ist ein Stern, eine Sternebewertung weniger, Mann. Nicht kommen, hier lang. Vielleicht sollte ich hier weiter in eurer Sprechgesangskarriere was machen. Ich in der Kriminalität. Noch eins. Ich vergesse mich gleich. Okay, wir wollten ihn noch besser auf. Edward ist voll geil, ne? Edward, deine Stimme macht mich hören. Ich will nicht sagen, was in meiner Hose passiert ist, als ich gefragt habe, aber... Du magst dein Girlfriend. Der hat's gefallen, ne? Das ist nicht auf dem Hose. Genau. Da hat's alle im Brusthaar getan. Jungs, so schön. Falsch. Warte mal, hier sind wir genau richtig. Verdammte Scheiße, hier sind wir genau richtig. Und jetzt lass uns alle ausziehen, komm her. Warum liegt der, Mann? Du hast ihn umgebracht, Edward. Wer hat ihn umgelegt? Ich hab gar nichts gemacht. Wer hat ihn umgelegt? Das ist ein Schwanzlutschig. Wer war das? Mach jemand ein Bild. Ich hab gesehen, wie der seine Hose gekrapscht hat. Is that?
Wir behandeln ihn gleich, aber bitte erstmal raus. Verdammte Scheiße, Mann, was soll die Kacke? Ja, Edward, Mann, ich dachte, wir sind auf einer Ebene, Bro. Sind wir natürlich, aber... Deswegen bringst du meinen Homie um? Homie, bist du Jeffrey Dahmer? Nee, der hat in die Hose gegriffen und ganz Das kann nicht bummeln, nicht bummeln. Bro, das ich weiß, sie wäre noch gerne bitte hier. Bitte, manchmal nicht. Die geht nicht auf. Yo. Es ist Zeit, dass sie das schöne PD-Report verlassen. Ist ja richtig horny gewesen, Bro. Scheiße, klingst du, als jetzt keine Nicht Schwanz die Stecknadel fallen lassen, nicht bummeln. Ahmed, wir sehen uns, ha? Wir sehen uns. Auf den Straßen. Ich hoffe, wir sehen uns, aber in einem legalen Leben. In einem neutralen Ort, Tommy. Richtig. Können Sie sich bitte einmal hier entfernen, der Herr? Wollen Sie wieder zum Bund? Gut, dass ich dir ein Auto gerade abgeschleppt habe. Auf Wiedersehen. Verdammte Scheiße. It was a prank, man. Hallo? Verdammte Scheiße, wollen wir ein Auto, Mann? Wir müssen ein Taxi rufen. Warum ein Auto, ja? Ah, ich ruft Taxi, Mann. Hat jemand ein Fake-Taxi? Irgendwo, hier ist eine Bushaltestelle. Hier können wir Handys kommen, komm. Stabilisier ihn mal! Es geht nicht? Okay. Echt? Stark, Bro. Ey, einer soll ihn mal stabilisieren. Verdammt, das war so teuer alles. Naja. Ja, so ist das Leben. Und du bist ein Sanki, immer noch. Nun ja, nur weil du Kali trägst, denkst du das jetzt, gell? Nein. Okay, kann jemand Fake-Taxi rufen? Ich scheiße lang hier hin, ja? Ich hab gerufen. Verdammt, dass der auch immer liegen muss. Verdammt, das sah so eine Kasse auch echt überall hin. Wieso hast du nicht aus deinem Kopf gekackt? Warte, du bist doch hier vorne. Sind alle, oder? Was soll man warten? Ja, genau, Destiny. Wir sind auf einer Ebene, Mann. Ist er stabilisiert? Schon. Okay. Du blutst ja immer noch, du Wichser. Er hat dich umgeschnallt, Mann. Wer war das, Mann? Max, wenn's blutig ist. Na, du kommst. Part 2. Nee, Part 2. Was ist das denn? Was ist das denn, Bro? Bitte, Biggie. Ja. Ah, die sind da. Da komm. Du bist noch da? Da komm. Läuft das? Praktisch. Das ist Sosa. Wieso? Ja? Verdammt, ich fahre? Nee, mein Tante fährt. Wer sonst? Okay. Dann sagen. Gut, wohin? Medic. Ich weiß nicht, wo es zeigt. Ach, Destiny, ich wollte so oft mit dir rummachen. Ich weiß. Ich wollte erfahren, was bei dir abgeht, ne? Was hast du erfahren? Hast du gesehen, wie Edward hinter mir hergeweint hat? Dieser Pendejo. Wer ist Edward? Den Typ, den du einen blasen wolltest. Ich wollte niemanden einblasen. Du wolltest Edward seine blasen. Wer hat das gesagt? Du hast doch für ihn gerät. Ich hab nicht gesagt, ich wollte ihn einblasen? Das kann sein. Nee, du wolltest Edwards Arsch. Ja, das kann sein.
Alles gut, alles geplant. Ja, alles gut, mir geht's auch gut. Warum liege ich? Bitte, meiner Freestyle Number Session 2. Deine Bitch nimmt Essen zu. Huhuhu. Ups. Ey, Jungs, ich geh gleich schlafen, ne? Ey, Chat, wir haben eine Live-Verfolgungsjagd, die wir uns gleich angucken. Bleib im Wagen drin. Ich kann mir gleich kein. Hier. Ey, geh hier bei Destiny in Wagen. Oh mein Hallo? Gott, du Bastard! Ja, gehen Sie rein, da ist schon ein Kollege drin von Ihnen. Oh mein Gott, Digga! Gott stabilisieren. Digga! Sehr verbindlich. Du Nutten, Alter! Ey, Dicker! Kann man so ein... Boah, Dicker! Boah, Dicker! Kann man so ein... Alter! Alter Schwede! Alter Schwede! Junge! So, ihm geht gleich wieder besser, ja? Auf das. Zack! Ist gut bei Ihnen. Mir geht's wieder gut bei Ihnen. Hey Kevin! Ja, mir. Ich geh schon mal raus, ne? Ja, so, meine lieben Freunde, wir haben eine Live-Verfolgungsjagd in San Francisco. Geil! Here we go. Wide open freeway, Christine. Down out of Southern California up into the Central Valley, the San Joaquin Valley towards Bakersfield. Let's go! Meine lieben Freunde, es ist eine Live-Verfolgungsjagd. Das ist immer sehr, sehr geil. Free Content, meine lieben Freunde. Geil! And we're expecting to have a full forecast at 5 o'clock right now, though this pursuit, you've been covering this for 30 minutes now. For law enforcement, it's been one of the, quote, perhaps easier pursuits in that it hasn't been endangering the lives of others directly, like we've seen in so many pursuits, crazy high speeds on surface. Warte mal, mit wie viel kam er jetzt in Norwegen? Pedestrians and people, you know, walking their dog or kids coming home from school. Also bis jetzt hat er noch 2 Sterne ungefähr. Our traffic here, but we're so far north. You're not going to really see a rush hour crowd on the freeway, Rick. Yeah, we're out of Southern California proper here now. For a time, we did see some slowing in the valley, north end of the 170, where we first picked this pursuit up in the valley, merging with the northbound side of the Because that is the busy side during the evening rush. Chat, das ist, oh mein Gott, er choked. We're heading westbound. Das ist eine Live-Verfolgungsjagd, meine lieben Freunde. Oh, he lost control there a little bit, went off the side. Perhaps was distracted, maybe looking at his phone or what's in his rear view mirror or her von GTA zu rear GTA. Towards the units, the CHP units, but a little bit of fishtailing there that we saw, losing traction. Also, damit ihr das versteht, der Mann ist gerade auf einer Verfolgungsjagd. Hinter ihnen sind die Polizei und das Ganze findet live statt. A little bit different than the main line of the asphalt there on Interstate 5. North end of the 5, if you're just joining us, high-speed pursuit on the Golden State Freeway. High speed. Heading out of Southern California proper, Digga, er fährt immer rechts vorbei, ne? Ich frage mich immer bei solchen Verfolgungsjagden, wie kannst du diese Energie haben, Alter? Adrenalin, ich würde so viel, ich würd einfach draufgehen aus Reflex, wenn Polizei hinter mir ist. Also, das Ganze ist live, ne? Hier seht ihr das. Oh mein Gott, was ist das für ein Chat? 20.000 Zuschauer. Ja, ich hab Finger bereit. Doch, es ist live. Hier, live. Es wird live ausgetragen. Northbound 101 Freeway, Sunset and Gower. We're talking Hollywood. Drivers started in the Hollywood area, making its way now past, you know, familiar spots. Glaubt ihr, er schaut meinen Stream nebenbei? Mountain area and now North Antelope Valley. So this driver committed. Ja, ja, das ist eine Verfolgungsjagd. Der haut, also hinter ihm ist ein Polizeiauto und der zieht gerade durch. Out of the window. Question is, whom are they in contact with? Yeah, have they called family? Have they called friends? Has law enforcement been in touch with him? Not a stolen car we're hearing also. Digga, aber der fährt nur geradeaus. Wie lange geht denn die Autobahn? Run the plates. Do they know who this is? Have they been in contact? Do they know what's going on here with the person? Perhaps some kind of background story as to why they're running like this.
Warte, Eli soll Discord kommen. In Hollywood, komm, that Discord. Stretch of the 101 Freeway, by the Hollywood Reservoir, by the Capitol Records Building, off of Sunset, off of Santa Monica Boulevard, up through the Cuenca Pass, the stretch of the 101 to connect Hollywood with the San Fernando Valley, passing Universal Studios, then to the Hollywood Split. Eli Jello, es geht, Bro. Es ist eine Live-Verfolgungsjagd gerade am Start. Ja. Schaust du ihn mir an mit mir? Was für eine Live-Verfolgungsjagd? In Amerika gibt's so ganz, so selten, also so vielleicht so einmal in zwei Wochen oder so einmal im Monat so eine Live-Verfolgungsjagd. Dann haben die Helikopter und da ist eine Cam dran und gerade ist eine Verfolgungsjagd, wie jemand einfach von der Polizei abhaut. Ja, aber kann da irgendwas passieren? Ja, das macht jeder. Das machen wir auch. Ja, letztens ist jemand draufgegangen, muss halt früh genug wegschalten.